Ja, hallo, ich bin Tesseract. Eigentlich habe ich noch einen Mitvortragenden, die ist aber noch nicht da und wir wollten die Reihenfolge eigentlich andersherum machen und die einführenden Worte von ihr. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen improvisieren und erklären, warum da Status GNUnet steht und nicht EDN, echt ein dezentrales Netzwerk. Und ich versuche das jetzt mal mit dem Improvisieren. Also es ist so, dass EDEN sich mit diversen Projekten auseinandersetzen möchte, die uns Hoffen machen, dass wir das, was wir als momentanen Status im Internet vorfinden, austauschen können, sodass wir unsere Privacy, unsere Anonymität weiter, was heißt weiter, dass wir die wahren können und dass wir nicht Opfer von Firmen, Staaten, staatlichen Institutionen oder irgendwelchen kriminellen Subjekten werden, weil wir eben unsere Daten nicht schützen könnten. Status GNUnet deswegen, weil wir unter diesen ganzen Projekten, die wir interessant finden, eines insbesondere interessant gefunden haben und dieses Projekt heißt eben GNUnet. Ich werde dann im Verlauf dann noch erzählen, warum wir es so interessant finden und hier auch ein bisschen hervorheben. Das wird dann in diesem Teil Motivation folgen, dass ich erzähle, warum wir gerade uns da drauf gestürzt haben. Neben der Tatsache, dass wir weiterhin versuchen, auch diese ganze relativ lange Liste an anderen Projekten, die wir da noch identifiziert haben, auch noch behalten wollen. Dann werde ich darüber sprechen, wie der aktuelle Status von GNUnet aussieht und was es da vielleicht noch an Verbesserungen geben könnte. Und was wir an fehlenden Funktionalitäten dort haben, um das, was wir mit unserem Projekt zu erreichen, dann auch wirklich durchführen können. Und abschließend würde ich dann gerne noch eine Applikation vorstellen, die auf GNUnet aufbaut. Die heißt SecuShare und soll ein soziales Netzwerk auf GNUnet basierend implementieren. So, jetzt muss ich noch ein bisschen was zu der Motivation von Eden sagen, was normalerweise Demos dann vorweggenommen hätte. Durch die Enthüllungen, durch Snowden sind wir alle also ich postuliere das jetzt mal, wir alle, also zumindest ich und die mit uns bei Eden mitarbeiten, in einen Zustand geraten, wo wir nicht mehr für uns selber und auch für die Gesellschaft unsere Datenhoheit garantieren können und dass wir ausgeliefert sind diversen Institutionen, ob das jetzt nur Staaten sind oder Firmen, die unsere Daten sammeln etc. pp. Und unsere Gruppierung hat halt angefangen zu recherchieren, was können wir dagegen tun, welche Projekte gibt es schon. Erst hat das vielleicht jeder von uns im stillen Kämmerlein gemacht, um dann festzustellen, dass es nicht nur seit gestern und auch nicht erst seit Snowden da diverse Projekte gibt, die sich darum kümmern. Und wir hatten auch den Eindruck, dass es dazu sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Parallelarbeiten kommt, die man vielleicht versuchen sollte aufzufangen, weil sehr viele dieser Projekte ähnliche Dinge tun. Und es vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll ist, dass das jedes Projekt für sich macht, sondern dass man versucht, auch dort Synergien zu nutzen. Und von den Projekten, die man dort vorfindet, dann etwas zu bauen, das den jetzigen Internet-Stack quasi austauschen kann und für uns wieder gewährleisten kann, dass wir unsere Daten und unsere Privacy schützen können. Eins dieser Projekte ist GNUnet. Und warum wir uns gerade auf GNUnet gestürzt haben, mit ein bisschen mehr Energie als vielleicht auf die anderen zum Teil, ist, dass GNUnet einige der Anforderungen, die wir an ein solches System hätten, schon jetzt hat. Es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Es ist also ein verteiltes System,
Ich habe hier noch den Punkt, das Internet ist kaputt. Da wollte Demos dann auch noch ein bisschen was zu erzählen, dass wir davon ausgehen, dass mit dem jetzigen Status des Internets wir es nicht mehr schaffen, ohne ein Flickwerk zu betreiben, den Status, den wir gerne hätten, herzustellen. Dass man also jetzt schon seit einiger Zeit versucht, da gegen solche Kräfte wie zum Beispiel die NSA und etc. anzukämpfen, und das aus unserer Sicht aber eher zum Scheitern verurteilt, wenn man das Ganze, was man hat, nicht komplett mehr oder weniger wegschmeißt und das Ganze neu aufbaut. Und wir denken, dass eine komplette Dezentralisierung dort auf jeden Fall notwendig ist und dass es nicht reicht, wenn wir zum Beispiel anfangen, unsere eigenen Server irgendwo aufzusetzen, um unsere Daten dort zu sammeln, anstatt sie Firmen wie Facebook und dergleichen in die Hand zu geben. Also GNUNET ist ein verteiltes System, von daher erfüllt es schon mal die Bedingungen, die wir dort haben, dass es ein Peer-to-Peer-Netzwerk darstellt. Es hat keine zentralen Instanzen, wie man das zum Beispiel bei dem Anonymisierungsnetzwerk Tor hat. Dort gibt es zentrale Instanzen, ohne die das Ganze nicht funktionieren würde. Das haben wir bei GNUNET nicht. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig für uns ist, dass wir auch Mesh-Networking unterstützen wollen, weil auch die Tatsache, dass die Infrastruktur, die wir nutzen, um mit dem Internet arbeiten zu können, auch von zentraler Stelle gesteuert wird und es auch hilfreich wäre, wenn man das auch dezentralisieren könnte, um zum Beispiel Freifunknetzwerke zu unterstützen. Anonymisierung ist ein erklärtes Ziel von GNUNET von Anfang an. Von daher auch prädestiniert für uns gewesen, dass es uns bei unseren Zielen helfen könnte. Es hat einen sehr modularen Aufbau. Es gibt unterschiedlichste Services, die von GNUNET angeboten werden. Es gibt Services für ein Naming System. Es gibt Services für VPN und File-Sharing, und der Aufbau von GNUNET ist so modular, dass man diese Services getrennt voneinander nutzen kann und die nicht voneinander abhängen. Und für jeden Service gibt es dann auch APIs, auf denen man aufsetzen kann. Und eine dieser APIs wird dann zum Beispiel von der Applikation genutzt, die ich dann ganz am Schluss noch vorstellen möchte. Theoretisch ist GNUNET auf unterschiedlichen Plattformen lauffähig, also nicht nur auf einem PC oder sondern auch zum Beispiel auf Smartphones oder auch auf Router-Hardware. Und gewährleistet auch dadurch eine große Verbreitung, weil dadurch, dass wir hier auch vom Peer-to-Peer-Netzwerk sprechen, ist natürlich auch maßgeblich, dass wir da über eine gewisse Nutzerzahl hinauskommen, weil das Ganze sonst auch keinen Sinn macht, auch hinsichtlich der Anonymisierung. Und ein weiterer großer Vorteil ist auch, dass es sich um ein universitäres Projekt handelt, das seit 2001 schon unterwegs ist, was uns auch gerade die Analyse, ob GNUNET zielführend ist, auch sehr stark erleichtert hat, weil wenn man auf die GNUNET-Seiten schaut, dann findet man sehr, sehr viele Informationen zu dem Projekt und auch zu den Hintergründen, warum die Technologie gerade so umgesetzt wurde, wie man es vorfindet, weil natürlich für ein universitäres Projekt es auch wichtig ist, dass das Ganze auch mit Papern untermauert wird und nicht irgendjemand eine Idee hat, die er jetzt mal umsetzen möchte und einfach mal gucken möchte, ob es funktioniert. Das Ganze ist schon sehr fundiert und untersucht worden, bevor man sich an die Implementierung gemacht hat. Der aktuelle Status von GNUNET ist so, dass man sich GNUNET tatsächlich wirklich installieren kann. Es läuft, es funktioniert, bis auf ein paar Funktionalitäten, die noch entwickelt werden müssen. Es gibt natürlich wie in jeder Software auch Bugs. Jemand, der behauptet, dass es Software bugfrei ist, der lügt. Von daher, natürlich gibt es Bugs, aber es gibt keine, die irgendwie
maßgeblich dafür sind, dass das System überhaupt nicht funktioniert. Es, meines Wissens nach gibt es einen, wegen dem man ein gewisses Service mal wieder neu starten muss und das Ganze vielleicht noch ein bisschen hakt, aber es gibt keine schwerwiegenden Bugs, die einen davon abhalten, das System zu benutzen. Wo noch etwas gemacht werden muss, ist definitiv die Installation. Das ist jetzt nichts, was ich meiner Großmutter anvertrauen würde, also keine One-Click-Installation. Da muss man schon ein bisschen mehr machen, also doch eher was für technisch versierte Nutzer. Von daher ist das auch einer der Punkte, die wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, um da zu unterstützen, dass die Installation hier einfacher wird, damit wieder aus dem Argument heraus, dass wir eine große Anzahl von Nutzern brauchen, damit das Ganze auch hinsichtlich der Anonymisierung Sinn macht, dass es eben einfach sein muss, dass man GNUnet installieren kann. Wo wir auch noch Potenzial sehen, ist bei der Konfigurationsoberfläche. Als wir das selber auch zum Fliegen bringen wollten, hatten wir dann auch so die ein oder anderen Stolperfallen. Da kann man sicherlich auch noch einiges an Energie aufwenden, um das Ganze für den normalen Nutzer nicht nur ansprechen, sondern auch einfacher zu machen. Wenn man bei GNUnet unterstützen möchte, dann sind das sicherlich zwei gute Punkte, die beiden letzten, wo man einfach in das Projekt einsteigen kann. Bei den Bugs sieht es dann schon wieder ein bisschen schwieriger aus, weil das Projekt, wie gesagt, seit 2001 unterwegs ist. Von daher ist die Codebasis relativ groß, also eigentlich kann man das relativ streichen, sie ist groß. Und wenn man da mithelfen möchte, da muss man sich schon ein bisschen reinknien, weil es da auch Punkte gibt, wo der Einstieg einfacher ist. So, die fehlende Funktionalität. Ich hatte ja schon davon gesprochen, dass es einige Module gibt, die schon existieren und die auch funktionieren. Eines ist zum Beispiel das File-Sharing-Modul, was auch schon Anonymisierung umsetzt. Und das auf einer ganz bestimmten Art und Weise von Anonymisierung arbeitet. Das handelt sich hier um kein Onion-Routing, wie wir es zum Beispiel aus dem Tor-Netzwerk kennen, sondern eine Anonymisierung, die darauf beruht, dass das Protokoll von GNUnet ständig Datenströme erzeugt von gleicher Paketgröße und somit die Daten, die hin und her gehen, ununterscheidbar werden. Und deswegen ist ja auch der Slide Onion-Routing fehlt. Jetzt kann man sich fragen, warum? Weil mit diesem Protokoll, was ich gerade beschrieben habe, würde man Low-Latency-Applikationen nicht umsetzen können. Das heißt, da muss definitiv noch was gemacht werden, wenn man hinsichtlich solcher Applikationen wie zum Beispiel Instant Messaging auch Anonymisierung erreichen möchte. Dann sind hier noch zwei Punkte, die uns insbesondere auch sehr wichtig sind. Das ist einmal die Social API, die auf GNUnet aufsetzt, die zwar schon implementiert, aber momentan noch ungetestet ist, im Sinne, also nicht von Software-Tests, sondern von ausführlichen Nutzertests. Und es gibt eine Komponente, die Auswahl von vertrauenswürdigen Knoten übernimmt. Wir hatten ja gesagt, dass im Gegensatz zu zum Beispiel dem Tor-Netzwerk es keine zentralen Instanzen gibt. Was heißt, dass jeder in diesem Netzwerk teilnehmen kann und es da insbesondere dann wichtig ist, dass diese Knoten, mit denen man dann kommuniziert, vertrauenswürdig ist. Da gibt es ein Paper zu, das die Grundlage für die Implementierung dann auch darstellte. Das heißt BRAHMS und das Modul, in das dann implementiert wurde, heißt RPS, Random Peer Sampling. Und das soll bis zu einem gewissen Rahmen garantieren, dass das Maß an nicht vertrauenswürdigen Knoten im Gesamtnetzwerk einen gewissen Anteil einfach nicht überschreitet. Das ist ebenfalls noch ungetestet. Es wurde jetzt vor ein paar Wochen fertiggestellt. Es muss auch hinsichtlich der Erwartungen, die man an diese Auswahl vertrauenswürdiger Knoten hat, noch überprüft werden, ob es dem Ansatz, der in dem Paper beschrieben wird, auch tatsächlich genügt. Ich hatte, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass das Ganze an der TU München entwickelt wurde, wo auch ein sehr umfangreiches Testnetz steht.
um eben solche wissenschaftlichen Annahmen, die man gemacht hat, auch dann in Tests zu überprüfen. So. Ich hatte ja gerade schon von der Social API erzählt und wir haben jetzt mit unserer Gruppe vor ein paar Wochen angefangen, eine Applikation, die auf dieser Social API aufbaut, umzusetzen und wollen damit quasi Facebook ablösen. Das hört sich jetzt nach einem hehren Ziel an. Das ist es auch, das wissen wir. Aber letztendlich soll diese Applikation genau das tun, was gefühlt die halbe Menschheit jetzt mit Facebook tut, nur dass wir eben unsere Daten nicht mehr Facebook in den Rachen werfen, sondern dass die Daten da bleiben, wo sie hingehören, nämlich bei uns und bei unseren Freunden, mit denen wir unseren sozialen Graphen aufbauen. Es handelt sich also um ein Friend-to-Friend-Netzwerk, das auf der Social API von GNUnet basiert. Wir haben begonnen, eine Oberfläche dafür zu entwickeln. Wir konzentrieren uns jetzt nicht unbedingt auf auf das User-Handling in dem Sinne, weil wir eine Open-Source-Oberfläche, die schon existiert, quasi umschreiben, sodass sie mit der Social API zusammenarbeitet, also momentan noch eher ein Proof of Concept und damit wir wirklich eine Oberfläche, damit wir nicht so viel Energie in die GUI schieben, etwas, was schon da ist, um dann tatsächlich wirklich die Social API zu testen und zu überprüfen, ob das Ganze so funktioniert, wie es soll. Diese Auswahl von vertrauenswürdigen Knoten kann auch auf dem sozialen Graphen erfolgen, womit man natürlich eher gewährleisten kann, dass man vertrauenswürdige Knoten hat, weil sonst würde man mit irgendjemandem ja nicht irgendwie Ressourcen oder Nachrichten austauschen wollen. Dieses kann aber dann auch mit Brahms bzw. RPS, von dem ich eben erzählt habe, kombiniert werden. Das also zusätzlich zu dem Freundesnetzwerk auch noch fremde Knoten hinzugenommen werden, für die dann in einem gewissen Rahmen gewährleistet ist, dass sie vertrauenswürdig sind. Das passt hervorragend. Ja, sozusagen. Fast. Ich habe noch einen Punkt. Auch die Kommunikation dann in diesem Friend-to-Friend-Netzwerk würde, wenn wir jetzt zum Beispiel File-Sharing in diesem sozialen Netzwerk uns anschauen, auch über das Protokoll, was ich eben erwähnt habe, funktionieren, also voll anonymisiert, das heißt GAP. Und wenn dann das Onion-Routing fertig ist, da ist momentan der Status so, dass GNUnet erstmal jetzt versucht, die Stabilität des Ganzen noch ein bisschen höher zu treiben. Die ist schon relativ gut, das hatte ich ja erwähnt. Ein paar Bugs gibt's noch, da soll noch ein bisschen mehr rausgeholt werden. Und die beiden Module, die jetzt gerade fertig geworden sind, die sollen auch erst nochmal vollständig getestet werden, bevor man sich dann an die Spezifikation des Onion-Routings macht, damit dann auch Low-Latency-Kommunikation in diesem Freundesnetzwerk möglich wäre. Von daher, wir versuchen das gerade so ein bisschen von der Oberfläche, also von der Applikation, die wir da gerne hätten, aus anzugehen. Es gibt auch natürlich von GNUnet eine ganze Anzahl von Core-Developern, die da ganz unten im Maschinenraum unterwegs sind. Wir versuchen jetzt ein bisschen von oben kommend das Ganze zu unterstützen und laden auch alle herzlich dazu ein, da mitzumachen. Ja, das war mein Teil. Hier ist noch eine Linkliste zu einem Vortrag. Ja, genau, OpenWRT habe ich ja komplett vergessen. Ja, da habe ich doch noch ein bisschen was zu erzählen. Wir hatten einen Kollegen, der aus dem OpenWRT-Umfeld kam und auch sehr begeistert war von GNUnet und sich wirklich draufgestürzt hat wie eine Bestie. Es war unglaublich, was er geleistet hat. Er hat in relativ kurzer Zeit GNUnet auch auf OpenWRT lauffähig gemacht, hat das auch auf dem BattleMesh 8 vorgestellt, und wem das, was ich erzählt habe, gerade zu oberflächlich war, dem kann ich nur seinen Vortrag sehr ans Herz legen, weil da gibt es dann richtig Hardcore-Infos. Dann habe ich hier noch die
URL von SecuShare. Wer sich über SecuShare, über das Konzept dahinter und die Gedanken und warum man das überhaupt machen sollte, beschäftigen möchte, und noch einige Infos zu GNUnet selber. Da sind dann für die, die gerne auch mal in Papern lesen, auch ein paar Links dabei. Es sind durchaus interessante dabei. Das Brahms-Paper habe ich ungefähr zu zwei Drittel gelesen. Dann wurde mir die Beweisführung ein bisschen zu heftig und ich habe es erstmal, ich habe mir eingeredet, ich habe es prinzipiell verstanden und habe den das letzte Drittel dann einfach bleiben lassen. Ja, genau. Dann hier noch ein paar Kontaktdaten und das wäre es dann von meinem Teil. Und jetzt würde ich zu Demos überleiten, die eigentlich die Einführung für mich gemacht hätte. Okay. Ja, dann hast du schon den Internet is broken Teil gemacht oder auch noch nicht? Ja, noch nicht so ganz. Nee, super, super. Ich habe hier meinen Stick mitgebracht. Könntest du das bitte? Ja, okay, wir frieren jetzt noch ein bisschen. Genau. So rum? Nee, ist doch so rum. Es ist doch andersrum. Also ich finde es. Ach Mensch, das ist wirklich unmöglich. Was sagtest du? Mach ruhig die Präsentation. Dann kannst du ja Präsentationsmodus machen und dann. Dankeschön. Ja, genau. Da steht eine unsichere Kommunikationsschnittstelle. Eine E-Mail-Adresse. Ja, wo? Jetzt nehme ich mir erstmal, jetzt bin ich total. Bring mich bitte nicht aus dem Konzept, Carlo. Ja, ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich sitze. Kann ich nämlich. Oder ich setze mich so hin, dass ich auch nicht unsichtbar bin oder so. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann kann ich so weiterschalten. Ja, gut. Ja, also schönen guten Tag. Ich bin Demos vom Projekt Echt Dezentrales Netz. Zunächst einmal möchte ich meine Beweggründe für das Projekt erläutern, warum ich damit angefangen habe. Und dann erzählt nochmal kurz Tesseract dazu, was eigentlich kaputt ist am Internet. Dann erläutere ich ganz kurz unser Thread-Modell. Also wir haben noch eine Langvariante, das ist die Kurzvariante. Dann unser Ziel und unsere Kriterien, unser Ansatz und Neuigkeiten, die hat der Tesseract gerade schon gebracht. Die Neuigkeiten, also zum Teil. Ich werde auch noch was erzählen. So, also fangen wir erstmal an mit meinen grundlegenden Motivationen. Was wir gerade sehen, ist also der Status quo. Wir haben viele Single Points of Failure. Wir haben große Datenmassen, wo die halt durch die Provider gehen, also unsere SMS, unsere Telefonanrufe, unsere Anfragen ins Internet, unsere E-Mails, das geht alles durch die Provider. Das ist natürlich eine total bequeme Situation, weil da muss man einfach nur zu den Providern gehen, wenn man an die Daten möchte, die da durchgehen. Die gehen dann, wie soll ich sagen, die nächsten, die dann groß abfassen, sind dann halt die großen Dienste wie Google, YouTube, Facebook und andere, die dann, wie Merkel so schön sagt, aus den Daten interessante neue Produkte machen. Genau. Das finde ich aber total blöd, wie ihr bestimmt auch. Und ich habe mich gefragt, also wird unsere Regierung in nächster Zeit eine Kehrtwende machen und sich für mehr Datenschutz und Datensicherheit einsetzen? Also ich zweifle daran. Und das hat sich dann auch mit der Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung bewahrheitet. Obwohl es eigentlich nur, kein Mehr an Sicherheit, sondern nur ein gefühltes Mehr an Sicherheit vielleicht bringt, ja. Und was dann noch mit TTIP folgen wird in Richtung Datenschutz, naja, also
hoffen wir mal, dass es nicht durchkommt. Es wird bestimmt nicht gut werden. Dann war es noch letztes Jahr zu den Datenspuren, wo ich mich gefragt habe, Mensch, das ist alles total schrecklich, wir müssen die Leute aufklären, wir müssen was machen. Das geht einfach nicht. Also habe ich mich mehr damit beschäftigt, was es da so überhaupt für Möglichkeiten gibt, was da alles so an Daten anfällt, Metadaten. Das sind nicht einfach nur unwichtige Daten, wie es immer gerne hingestellt wird. Wie ihr vielleicht habt ihr auch schon einen Vortrag in die Richtung gehört, aber wenn es ein Buch des Lebens gäbe und wir hätten sowas ja, dann wäre das quasi der Index unseres Buches, unseren Freundeskreis und also unsere Kontakte sozusagen perfekt offenlegt. Das nennt man auch sozialer Graph. Und unsere Bewegungen, also unser Bewegungsprofil, unser Persönlichkeitsprofil, das lässt sich da alles abfassen. Und was sich damit machen lässt, das erzählt dann der Carlo. Vielleicht, oder? Oder vielleicht hat es auch schon jemand erzählt. Ist ja schließlich passend hier im Rahmen. Nun ja, aber zurück zu den Krypto-Partys, ich bin dann davon abgekommen, weil ich gemerkt habe, ich kriege das vielleicht hin mit der Verschlüsselung und so und ich installiere mir auch den Tor-Browser, aber es ist einmal sehr ineffizient, da stückchenweise die ganze Bevölkerung irgendwie durch die Krypto-Partys zu schleusen und dann ist der Umgang damit auch nicht so toll, also ja, Usability Nightmare kann man sagen und dann ist es trotzdem noch keine hundertprozentige Sicherheit. Also natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, aber es ist einfach noch nicht das Gelbe vom Ei. Und deswegen habe ich mir eine ganzheitliche Lösung gewünscht, wo das, was es alles schon gibt, Hand in Hand geht und Privatsphäre und Sicherheit per Design bietet. So, und genau, dann war der nächste Gedanke, ja, also dann was stört denn hier, dass alles durch den Provider geht und kein Metadatenschutz passiert ist vorher und keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Na, aber was wäre, wenn wir das mit Freifunk machen könnten? Wir haben doch Freifunk, da können die Leute alle miteinander verbunden werden, schon bevor sie durch den Provider, also ins Internet gehen, oder sie können auch lokal miteinander verbunden werden, ja. Dann lass uns das doch schon im Freifunk beginnen. Dann bin ich zum Freifunk gegangen und da habe ich dann erfahren, es gibt die Störerhaftung und die Störerhaftung macht, dass der Freifunk alles bündelt und dann per VPN-Server ins Ausland leitet, damit die dann keine rechtlichen Probleme bekommen. Also da ist dann auch, am Ende haben wir wieder diesen Single Point of Failure wieder, wo jemand hinkommen kann oder sich irgendwie reinhacken kann oder Daten möchte und so. Und das ist einfach, so. Und aber da ist noch viel mehr kaputt als diese kleinen Server-Architektur. Es ist auch noch mehr, und das erzählt jetzt der Tesseract. Schon wieder du. Achso, ist das so richtig? Ich schieb mir das hinten okay. Und hoffe, dass ich mich nicht draufsetze. Über Client-Server-Architektur und wir fangen jetzt alle an, uns selber zu Hause einen Server aufzusetzen und unsere Daten selber zu hosten, hatte ich ja eben schon mal ein bisschen angefangen, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Es ist zwar immer noch besser, als die Daten bei Google zu haben, aber der Peer-to-Peer-Ansatz wäre da sicherlich die bessere Alternative, als auf einer kleinen Server-Architektur weiter aufzusetzen. Daneben haben wir noch diverse andere Schwachpunkte, die teilweise auch darauf beruhen, dass wir zentralisierte Komponenten haben in dem Internet, was wir momentan nutzen. Sei es DNS oder die Art und Weise, wie zum Beispiel in unseren Browsern Zertifikate gemanagt werden, weil jeder, der sich schon mal in seinem Browser die Zertifikatsliste angeschaut hat und sich so gefragt hat, was sind denn das da alles für Unternehmen, die Zertifikate beglaubigen und kann ich denen überhaupt vertrauen? Und da ist es ja auch schon mehr als einmal passiert, dass man davon gelesen hat, dass solche Unternehmen auch
Vorfälle hatten und das waren ja nur die, die rausgekommen sind und was man sich dann noch diverses anderes vorstellen kann. Darüber hinaus ist auch das internationale Routing durchaus eine Schwachstelle, weil es eben auch wieder nicht ein Single Point of Failure, aber es sind zumindest wenige Instanzen, die für den gesamten Internet-Traffic zuständig sind. Und BGP heißt hier Border Gateway Protocol, auch unter dem Stichwort IP-Hijacking bekannt, dass man, wenn man an der richtigen Stelle sitzt, das sind sogenannte autonome Systeme, auch den IP-Traffic komplett in andere Richtungen umlenken kann. Ein prominenter Fall, da kann vielleicht gleich noch jemand was zu sagen, da möchte ich noch für einen weiteren Vortrag Werbung machen. Hacken der Demokratie, wie hieß es doch gleich nochmal? Die Hacken der Freiheitssimulation, so war es, genau. Das nämlich auch in den Hacking-Team-Dokumenten auch ein Fall öffentlich geworden ist, dass italienische Behörden nämlich eben genau dieses getan haben, nämlich IP-Hacking betrieben haben, um Datenpakete einfach mal in eine andere Richtung umzulenken. Und auch das TCP-Handling an sich ist durchaus eine Schwachstelle. Und wenn man sich solche globalen Angreifer wie die NSA hernimmt, dann ist es so, dass sie umfangreiche Möglichkeiten haben, durch Routing und Pakete umschnüren, auch solche Netzwerke wie Tor anzugreifen. Das läuft alles unter dem Begriff Traffic Shaping. Und dass wir da auch nach Alternativen ausschauen müssen, also nach Systemen, die solche Angriffe eben nicht möglich machen. Da kommt, glaube ich, gleich auch noch eine Folie zu unserem Threat-Modell, wo Demos dann nochmal erklären wird. Nur kurz. Okay, dann kann ich es auch direkt, weil das ist ja eh die nächste. Ne? Ja, genau. Ja, ich hätte jetzt einfach weitergemacht und dann steigst du wieder ein. Also es ist letztendlich, oder wolltest du noch was zu den Bildchen sagen? Ich hab's ja, ich weiß, oder vielleicht Wir haben auch irgendwo noch ein Mikro. Wir können ja zusammen was, ich sage erst, was ich dazu sagen wollte und du kannst dann noch was dazu sagen. Aber ich kann auch laut sein. Hallo? Super, danke schön. Ich kann auch laut sein, okay. Okay, also wir gehen von einem globalen aktiven Angreifer aus, der Traffic Shaping betreibt, womit man also auch Tor-User die anonymisieren kann. Und wir schließen aber gezielte Attacken aus. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Wir haben noch ein viel längeres. Was? Einzelpersonen, meine ich ja. Also wir schützen jetzt nicht unbedingt Einzelpersonen in kleinem Umfang, sondern die große Masse als große Masse. Genau, und also wir haben auch nochmal ein genaueres Threat-Modell, was wir einschließen, was wir ausschließen, was wir absichern, was nicht. Aber ich denke, das reicht doch erstmal. Ja, genau. Und jetzt kannst du noch was dazu sagen? Nö, ja, das war super. Wäre dir noch was dazu eingefallen? Ja, super. Okay. Dann mache ich mal. Das. Ich war nur gerade so in Fahrt, deswegen. Ach, Entschuldigung. So. Aber es ist vielleicht praktischer wegen des Abstands. Der ist nämlich dann immer gleich. Und dann hat man bessere Audioqualität. So. Okay. Ich bin damit einfach nicht. Okay, gut, da muss ich noch ein bisschen üben mit. Danke, danke schön. So, gehen wir mal weiter. Nee, das hatten wir schon. Genau. Wir wollen gerne eine richtige Lösung. Wir wollen einen neuen Internetprotokoll-Stack, der massenhafte Überwachung erschwert, der per Design sicher ist und also ein sicherer. Schreibe ich nochmal dazu, weil ganz sicher haben wir, geht ja nie, aber und der auch per Design, also inhärent, die Privatsphäre schützt. Und irgendwann einmal fänden wir es schön, dieses Internet als Basissystem zusammen mit Services, die da drauf laufen, auf einem Betriebssystem ausliefern zu können für die verschiedenen Plattformen.
So wie ein Tails, bloß halt, das soll dann auch meshen können, das soll auch Freifunk können oder halt Internet können. Und genau. Und die Torte, das soll der Stack sein. Ist ja klar, ne? Genau. Also die Dienste, die wir uns vorstellen, das ist im Grunde auch das, was wir alles schon haben. Das wollen wir natürlich auch nicht vermissen. Wir wollen gerne Text-Messaging haben, Audio-Video-Telefonie. Wir wollen gerne File-Sharing haben, ein Bezahlsystem. Wir wollen gerne auch natürlich das, was es an Files gibt, auch suchen und finden können oder Blogs. Und das gibt es alles schon als Peer-to-Peer-Lösungen. Ach so, muss man nach unten. Genau. Und der Stack soll auch bestimmte Kriterien erfüllen. Also zuallererst mal soll er freie Software sein, also frei sein im Sinne der Free Software Foundation. Dann soll das neue Internet dezentral organisiert sein und bestenfalls auch verteilt. Da müssen wir aber nochmal miteinander reden, ob wir jetzt sagen, wir wollen jetzt nicht verteilte Lösungen ausschließen oder wie wollen wir das machen? Der Vorteil von Verteiltheit ist halt, dass man eine bessere Scalability erreicht und noch eine bessere Anonymisierung. Und die ist uns ja auch wichtig. Wir möchten gerne, dass sämtliche Kommunikation darin authentifiziert ist. Ach Mensch, ich habe doch hier Notizen. Darum kann ich euch doch auch angucken dabei. Irgendwas? Je nach Anwendungsfall. Ja, also genau. Je nach Anwendungsfall würde ich auch zu Metadaten sagen, also das können wir vielleicht nicht für jeden Anwendungsfall sicherstellen, aber wir möchten es natürlich gerne da, wo es möglich ist. Natürlich soll es auch Ende-zu-Ende verschlüsselt sein, was wir da schicken. Es soll benutzerfreundlich sein, was ganz, ganz wichtig ist. Deswegen steht das auch nicht an letzter Stelle, aber es ist auch mit dabei. Es ist jetzt kein Nebenkriterium, sondern ich habe es mal in die Hauptkriterien aufgeführt, weil das wirklich wichtig ist. Sonst benutzt es ja keiner und es bringt auch nichts, wenn jetzt nur 5 Dresdner oder so das benutzen, haben wir keine Anonymisierung erreicht mit. Also das Anonymität geht nur, wenn da wirklich viele Leute mitmachen, sonst geht es eben nicht. Dann möchten wir gerne Perfect Forward Secrecy drin haben, je nach Anwendungsfall, sage ich jetzt auch mal dazu. Aber auf jeden Fall reproduzierbare Builds und es soll natürlich gut dokumentiert sein. So, hier habe ich noch mal eine Abbildung, eine zentralisierte Netzstruktur, einer verteilten Netzstruktur, einer dezentralisierten Netzstruktur gegenüberstellt. Also wir haben einmal dezentral, das heißt, die Knoten sind mehr oder weniger gleichberechtigt, hier ganz unten. Und distributed heißt, dass eine Anwendung oder ein Datum auf dieses Netzwerk verteilt ist. Habe ich das richtig gesagt, so in der Art? Gut, dann hier ist nochmal der Status quo. Und so ist, wie wir uns das eher wünschen, nämlich dass auch die Kommunikation lokal, da wo es möglich ist, lokal passiert, also über Wi-Fi. Und wenn wir den Provider verwenden, dann um halt die Inseln miteinander zu verbinden oder um, wie soll ich sagen, Verschleierung, also Metadatenschutz damit erreichen zu können. So, und da haben wir zum Beispiel, ein Beispiel ist hier Gudrun, also so eine indirekte Verbindung. Gudrun geht über den Provider zu Limé und von Limé dann zu Charles. Also das ist wirklich der Provider kann ja nicht sagen, er soll zu Charles. Das wollen wir verschleiern. So, gut. Und hier habe ich nochmal die Anwendung, die Dienste noch dazu getan, die wir uns da vorstellen. So, gibt es schon einige vielversprechende Projekte. Ich habe mal Projektliste 1, Projektliste 2. Es gibt auch noch viel mehr, aber ich habe jetzt erstmal die dort. Ganz am Anfang diejenigen, die schon einen richtigen Stack haben, also Nunet zum Beispiel und MadeSafe haben ihr eigenes Naming-System sogar schon. Bei Netto weiß ich nicht, wie Bernd sich das vorgestellt hat, da muss ich noch mehr lernen. Und auf der anderen Seite
haben wir einzelne Routing-Protokolle wie NetSukuku oder BMX oder ADTN. Und da ist nun mal die Frage, also wir haben diese vielen Projekte und schön wäre es ja, wenn diese Projekte auch, wenn wir diese guten Ideen, die da gehabt haben, miteinander verbinden könnten, wenn wir die Ressourcen, die haben ja alle im Grunde dasselbe Ziel, die wollen sichere Kommunikation für ihre User erreichen und jetzt muss ich erstmal gucken, was ich überhaupt geschrieben habe. So. Die haben alle auch höchstwahrscheinlich viele Module redundant implementiert, die sie einfach als Peer-to-Peer-Systeme brauchen. Mal zum Beispiel, haben die Hash-Table-Routing teilweise implementiert, die haben ein Konsensfindungssystem vielleicht implementiert, die mussten sich alle mit NAT-Überwindung auseinandersetzen. Einige haben Onion-Routing angefangen zu implementieren oder schon implementiert oder wollen das gerne, weil sie auch Metadatenschutz erreichen wollen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, wie wir zu diesem Stack kommen, indem wir schauen, was ist schon erreicht worden und wer hat jetzt, welche Implementierungen sind die besten? Und wie können wir jetzt schauen, welcher Stack leistet das Beste, welche Implementierung von welchen Modulen leisten das Beste? Also erstmal müssen wir die Module identifizieren und separieren. Und um die testen zu können, ja. Und jetzt gehe ich erstmal nochmal zurück. Aber bevor wir das tun können, müssen wir die erstmal analysieren. Da haben You Broke the Internet schon mal einen sehr guten Anfang gemacht und geschaut, welche Layer decken die Projekte schon ab, was sind die Projekte sicher nach unseren Kriterien, sind sie unsicher, schützen sie Metadaten oder nicht, also zum Beispiel GNUnet ist hellblau, weil es teilweise noch in der Entwicklung ist und das File-Sharing von GNUnet ist, wie Tesseract schon erwähnt hat, metadatenschützend, aber Teile davon sind es eben noch nicht. Indie ist auch noch nicht hundertprozentig, also hat vielleicht teilweise Metadatenschutz mit dabei, aber halt nicht hundertprozentig. Und IPFS ist noch in der Entwicklung, aber es ist... Es hat keinen Metadatenschutz angedacht, also zumindest nicht das einzubauen oder es ist noch nicht mit dabei. So, genau. Aber vielleicht willst du noch mehr dazu sagen? Okay, dann haben wir geschaut, was brauchen wir denn für Informationen über die Projekte? Wir müssen wissen, was haben die für eine Softwarelizenz, weil wenn die nicht frei sind, dann brauchen wir die uns gar nicht erst angucken, weil da können wir ja nichts mitmachen. Was für eine Programmiersprache haben die, welche von unseren Kriterien erfüllen die schon und können die denn schon Wi-Fi-Mesh-Netzwerken, was mir persönlich ganz doll wichtig ist. Und da haben wir eine weitere Tabelle angefangen, wo wir schon mal von den verschiedenen Projekten, also von ein paar Projekten schon mal die Module gesammelt haben, die Links zu den APIs, den Sources, den Dokumentationen und mit einer kurzen Beschreibung dafür, was kann denn das Modul, also zum Beispiel von SecoShare das Modul Social, das kann Social Networking Abstraktion oder von Indie das Modul Cocoa, das gehört zum Heartbeat Frontend, also zum User, also von der GUI quasi, das haben wir nach Layern sortiert, also Many-to-Many Application Layer, One-to-Many Application Layer, also da sind dann zum Beispiel,
also One-to-One-Application Layer meine ich, zum Beispiel, wenn man bezahlen will, das ist mit dabei. Many-to-many, das ist Social Networking oder Messaging zum Beispiel. So. Und genau, was wollte ich zurück? Ja, genau. So. Ach genau, das hatten wir angefangen. Und weil sich herausgestellt hat, dass es eine ganz schön mühsame Sache ist und man jetzt nicht immer sofort die Antworten kriegt, die man gerne möchte und wir aber doch gerne vorwärts kommen möchten, haben wir uns gesagt, wir laden einfach mal alle Entwickler ein, die wir von den Projekten für einen längeren Zeitraum, dass wir die Informationen, die wir brauchen, um besser Hand in Hand arbeiten zu können, direkt erfragen, das dokumentieren, für alle öffentlich machen. Also ich meine, es ist auch ein Problem für viele Projekte, selbst die Dokumentation ordentlich zu machen und so. Wenn wir da ihnen helfen, ich denke, das ist schon eine tolle Sache, dann wollen wir auch gern herausfinden, was haben die überhaupt für ein Thread-Modell und die Interface-Spezifikation wollen wir erfragen. Und dann hoffen wir, dass wir in Richtung mehr Modularität arbeiten können und dass wir eine bessere Austauschbarkeit und Interoperabilität erreichen können. Dass wir zum Beispiel, wir sagen, wir haben jetzt den besten Stack identifiziert, dann zum Beispiel im Kontext des Stacks diese Projekte testen können. Oder naja, also wie genau wir das machen wollen, das müssen wir alles noch besprechen. Aber soweit sind wir erstmal, dass wir sagen, wir wollen gerne noch mehr Informationen sammeln und das auswerten und Funding dafür finden, dass das wirklich mal vorankommt. Also wir haben gerade im Januar diesen Jahres sozusagen haben wir angefangen, hatten wir unser erstes Projekttreffen. Mittlerweile sind wir schon mehr. Wir haben You Broke the Internet mit dazu bekommen und naja, jetzt mittlerweile ist mir klar, dass es eigentlich das Problem ist, was wir auch hier sehen. Kurz, da fängt jeder sein eigenes Projekt an und versucht nicht erst irgendwie zu schauen, was machen die anderen denn schon, vielleicht kann ich ja selbst irgendwie was verändern in die Richtung, dass ich sage, naja, also die haben zwar das und das nicht, aber vielleicht kann ich ja mitmachen, dass sie das und das dazu bekommen. Ja, na, zum Beispiel mein Ansatz ist, dass ich sage, wir müssen das richtig testen, wir müssen das virtuell oder in einem Testbett testen und wir müssen die Projekte zusammenführen und sagen. Und ich möchte auf jeden Fall Freifunk mit dabei haben, ja. Das ist ja so eine psychologische Sache, aber jetzt haben wir zusammengefunden und das finde ich total toll und ich bin schon gespannt und hoffe sehr, dass wir genug Funding für das Ting zusammenbekommen. Ups. Also Ting, das ist halt dieses Treffen, dass wir ja weiterkommen. So. Gut. Das oberste ist der Link zu unserem Wiki. Das zweite ist meine E-Mail-Adresse und ich bevorzuge, wenn ihr mir verschlüsselt schreibt. Und das darunter ist die Bitmessage-Kontaktadresse und der QR-Code ist auch die Bitmessage-Kontaktadresse, weil sich das ja kein Mensch merken kann. Ja, und warum nehmen wir Bitmessage? Also das ist ganz cool, weil es... Das erklärst du? Ja, aber für die nicht gehen, also wir empfehlen Bitmessage, weil es ist, es hat Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Metadatenschutz und Messaging und Dezentralität in einem. Also es ist nicht serverbasiert, es läuft wirklich verteilt und es lässt sich auch einfach installieren im Gegensatz zu vielen anderen, zu viel anderer Software und deswegen ist also es ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei, das hat noch so Usability Flaws und so, aber ja, kann ich nur empfehlen, das zu installieren. So, gut. Dann, ich hoffe, der Vortrag hat euch gefallen und war informativ. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt fragen. Ja? Ach so, ja, ich hatte hier doch ein Mikro. Wo habe ich das denn hingetan? Habe ich das irgendwo anders hingelegt? Irgendwer hat es wieder mitgenommen. Also... So als einfacher Netzadmin, vorhin wollte ich fragen, ob denn die aktuelle Implementation und der Stack schon so voll IPv6 ist
und kann. Dann hatte ich später auf einer Slide gelesen, dass ihr einen eigenen Internetprotokoll-Stack entwickeln wollt. Also ja, ist jetzt, also genau, wollt ihr wirklich, kann ich dann da auch also ihr wollt wirklich sozusagen nebst V6 oder V4 einen eigenen IP-Stack bauen. Okay. Oder habe ich das falsch verstanden? Also GNUnet und MailSafe arbeiten zumindest in die Richtung. Und also ich sage speziell GNUnet jetzt natürlich die Frage ab. Diese Transportmodule und die unterstützen auch IPv6. Oder auch. Bitte? Ja. Und Mikro. Haben wir mehr Mikros? Das wird die technisch. Also GNUnet, jetzt nur mal um das Beispiel GNUnet zu nehmen, das unterstützt verschiedene Arten des Transports, auch IPv6 und auch eben direkt Wi-Fi-Kommunikation, also nicht über TCP-IP, sondern wirklich Ad-Hoc-Modus. Das sind unterschiedlichste Module, die dort umgesetzt werden, bei GNUnet jetzt. Also jemand, ja, GNUnet ist nicht ein neuer. Doch. Man sieht auf dem Basierung auch, aber wollte ja eigentlich auch weggedacht. Ja. Oder willst du es sagen? Also GNUnet will ist ein eigenständiges Routing-System und kann das Internet ersetzen. Also so ähnlich wie die Telekom-Leute oder besser gesagt die Bundespost-Leute haben sich ja in den 90er Jahren lustig gemacht. Haha, ihr macht Internet, aber ihr benutzt ja unsere Telefonleitung und wir machen das Routing. Und und irgendwann haben sie dann gemerkt, das Internet kann selbst routen und das war nur eine Übergangslösung, dass da irgendwelche Telefonleitungen benutzt wurden. Und so ist es halt jetzt eine Übergangslösung, dass die existierenden IP-Netzwerke benutzt werden, aber sie sind nicht notwendig und GNUnet kann selbst routen und braucht kein Gateway-Protokoll, es braucht keine Administration dafür, es findet alleine seinen Weg von A nach B auch am anderen Ende des Planeten. Und es kann auch transatlantische Leitungen nativ GNUnet bespielen, man muss es nur machen. Aber theoretisch ist es da. Deshalb gehe ich davon aus, dass IPv6 keine Wichtigkeit mehr erreichen wird. Wir werden das vielleicht noch beim Internet of Things, werden wir das noch ein bisschen erleben. Aber eigentlich, wenn wir tatsächlich zu so einem neuen Internet wechseln würden, würden wir IPv6 nicht mehr brauchen, weil es können da die IPv4-Inseln können, die sind dann kein Engpass mehr von der Nummerierung her. Danke. Erstmal, ich bin ein bisschen verwirrt. Es mag zum einen daran liegen, dass die eigentliche Einleitung erst in der Mitte so kam. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass irgendwie zumindest meine Vorstellungswelt einen gewissen Abstand zu eurer Vorstellungswelt hat. Zu einer Frage, die ich jetzt habe zum Beispiel, was sind denn unechte dezentrale Netzwerke? Also gerade wie Freifunk ist es zum Beispiel nicht dezentral, weil es halt über die VPN-Server geht. Ja, das ist kein dezentrales Netzwerk, aber... Ja, aber so wie es gerade genutzt wird, ist es halt noch... Gerade so, wie es jetzt genutzt wird, ist es noch nicht. Aber es könnte rein theoretisch noch viel mehr leisten, nicht? Es könnte die Dienste innerhalb, also lokal anbieten. Genau. Also ist Freifunk. Es gibt da auch schon Ansätze. Also ist Freifunk deiner Meinung nach ein dezentrales Netzwerk, aber kein echtes dezentrales Netzwerk? Ich muss mal drüber nachdenken. Also die Sache war, dass ich auf meiner, so in meiner, ja, also ich bin über Konzepte gestolpert, die sich dezentral genannt haben, aber die ich nicht als dezentral genug empfunden habe. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte schon Peer-to-Peer. Peer-to-Peer ist für mich echt dezentral. Ja, und das nennen wir halt verteilt. Und deshalb, dezentral greift zu kurz, ist deshalb, hatten wir schon an überlegt, EDN umzunennen in Ethical Distributed Networking, damit die Ethik mehr rauskommt im Namen und dezentral reicht halt einfach hinten und vorne nicht. Nur weil ich jetzt meinen eigenen Server habe, sind da trotzdem alle meine Daten drauf und wenn ich ein soziales Netzwerk über mehrere Server mache, dann habe ich meine Daten an noch viel mehr Leute verteilt und muss dann hoffen, dass sie dort sicher aufbewahrt werden. Das kann nicht gut gehen.
Und ein verteiltes Netzwerk verteilt die Sachen verschlüsselt und in Einzelteile und trotzdem redundant, also auf eine Art und Weise, wie die verschiedenen Relay-Anbieter und also sei es Tor-artig mit Knoten im Backend oder tatsächlich Peer-to-Peer. Aber Peer-to-Peer ist eher das User-Experience. Man redet direkt mit Leuten. Aber wir haben trotzdem noch ein Backbone von Servern, aber die Server sind halt wie Tor-Relays. Die wissen überhaupt nicht, was los ist, aber sie helfen. Noch weitere Fragen? Hallo. Ich kenne mich mit dem Konzept des dezentralen Netzwerks jetzt nicht so sehr aus, aber was mich da generell mal interessieren würde, wie ist es denn bei so einem dezentralen Netzwerk mit Erwartungen? Also wer übernimmt denn Verantwortung für so ein Netzwerk? Also ich hoffe, dass wir die Verantwortung, die wir übernehmen, ist das, was wir in den Code tun. Also wenn wir sagen, wir sichern die Kommunikation Ende zu Ende verschlüsselt ab, dann haben wir da schon ziemlich viel an Struktur vorgegeben, dass es so läuft, wie wir gerne möchten. Also zum Beispiel als Payment-Dienst stellen wir uns gerade Thaler zum Beispiel vor, weil das die Möglichkeit bietet, dass diejenigen, die Gelder empfangen, auch besteuert werden können. Also es ist jetzt vielleicht so oft so, dass die Leute sagen, oh, Steuern, wie schrecklich, Steuern bezahlen, ich werde hier irgendwie arm gemacht oder so. Aber Steuern sehen wir als viel positiver, nämlich dass jeder das in gerechter Weise das, was er noch hat, also wie soll ich sagen, für das Allgemeingut gibt. Also dass Straßen zum Beispiel finanziert werden können oder hoffentlich auch irgendwann mal Internet und Telefonie nicht so ist, dass man das irgendwie durch irgendwelche Verträge hat, sondern dass das auch über Steuern finanziert wird, weil das ja im Grunde auch wie eine Straße ist, ne? Internet zu benutzen, das ist auch nur nichts anderes als eine Straße. Genau, also das ist für uns ethisch, wenn wir sagen, wir haben die Möglichkeit, anonym jemanden zu bezahlen für seine Arbeit, aber die Steuern, wenn jemand Geld erhält, das zu besteuern, dass dann Leute, die da keine Schwarzgelder irgendwie kassieren können und dann irgendwie sich nicht Korruption betreiben können, ne? Ja, okay, da bist du jetzt in einen Bereich reingerutscht, der etwas komplizierter ist, so schön zu begründen. Aber weil ich befürchte, wir werden, wenn wir sowas wirklich als Menschheit beschließen, ein neues Internet haben zu wollen, kommen wir nicht daran vorbei, dass wir da auch eine Regulierung machen müssen. Zum Beispiel, also wenn man seine Dienste, die Telekoms würden dann zum Beispiel solche Router betreiben. Und wir hätten die Möglichkeit, mit unseren Handys rumzulaufen und anonym zu sein, weil die Dinger sich einfach nur anonym in irgendwelche Router einchecken und erst wenn sie telefonieren, bezahlen sie für das Telefonat. Und dann läuft das halt über dieses sichere Internet, weswegen die Metadaten auch nicht nachvollziehbar sind und so weiter. Also man könnte die Datenentstehung, die wir bei den Vorratsdaten jetzt krampfhaft versuchen zu verteidigen, die können wir eigentlich vermeiden. Wir erzeugen diese Daten gar nicht erst. Wir laufen, wir machen ein neues Internet, bei dem diese Daten gar nicht erst entstehen und das inkludiert auch ein Mobilfunksystem und allgemeine Digitalisierung. Und damit es dann nicht für irgendwelche Provider, also man könnte dann ein Angriffsszenario sich ausdenken, dass die Provider dann die möglichst billig, also Router möglichst viele anbieten, um dann wieder versuchen, irgendwelchen Traffic anzulocken. Aus dem Grund, und damit das überhaupt finanzierbar ist, bauen wir also dieses anonyme Micropayment. Wir zahlen anonym als mit Micropayment für unsere Telefonate. Und wir brauchen eine Regulierung, die vereinheitlicht, wie viel wir zahlen, damit es nicht irgendwie besondere Router gibt, die besonders billig sind. Und dann gehen alle über diese Router und dadurch haben sie da das Gleichgewicht von dem ganzen System wieder in Frage gestellt. Also deshalb ein paar Sachen müssen wir da irgendwie hinkriegen. Ja, stimmt. Das ist jetzt kein Stand der Technik, sondern das ist halt so Überlegungen in dem Bereich, dass das noch nicht so durch ist. Also
Was wir auf jeden Fall wollen, sind die Kriterien, die ich euch vorhin genannt habe, und wie wir das mit den Tests machen, wie wir das angehen. Das ist alles noch zu diskutieren und da könnt ihr gerne teilnehmen und eure Ideen mit einbringen. Ihr müsst dafür kein extra neues Projekt gründen. Wenn ihr das Internet neu machen wollt, dann kommt doch zu uns.